Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen super gehypte Produkte im Live-Test mit mir. Hallo Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid frisch und glücklich und habt Lust auf ein neues Video. Ich habe tierisch Lust darauf, denn ich wurde selten auf ein Produkt so sehr getaggt wie auf dieses Produkt. Und zwar geht es heute um die neue Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint Foundation, die wir heute testen werden und morgen auch. Ich bin super, super gespannt und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall wieder bis zum Ende dran bleibt. Auch in diesem Video könnt ihr wieder ein kleines Goodie-Paket von mir gewinnen. Zählt dafür einfach die Emojis, die ich in diesem Video versteckt habe und schreibt mir die Anzahl und die Kontaktmöglichkeit in die Kommentare. Ich habe so zwei Sachen im Kopf. Einmal habe ich ein Video von Mitchell gesehen, wo er die Foundation benutzt hat und den Look möchte ich so ein bisschen nachstellen. Auf der anderen Seite habe ich ein paar Videos bei Fenty Beauty selber gesehen und möchte auch die Tipps und Tricks anwenden, die Rihanna oder ihr Team uns auf den Weg mitgegeben hat. Ich habe die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Alle Produkte, keins hier ist bezahlte Werbung oder so, sondern einfach PR und ich bin super gespannt. Also ich habe euch in den letzten Tagen schon erzählt, dass ich im Moment, warum auch immer, so auf diese Natural Glam stehe und ich erkenne mich nicht wieder. Ich glaube ja auch nicht. Deswegen werden wir das Ganze heute austesten. Ganz kurz ein paar Hard Facts. Die Foundation gibt es in 25 verschiedenen Farben. Fenty Beauty hatte damals wirklich das komplette Make-up-Game revolutioniert mit ihrem ersten Foundation-Launch und 50 Farben. Ich glaube, mittlerweile sind es sogar 60 in allen Produkten, außer jetzt hier in dieser Foundation, denn die hat eine leichte Deckkraft und soll angeblich mindestens zwei verschiedene Nuancen abdecken. Ich habe drei verschiedene bekommen, die 8, die 9 und die 12. Und wenn ihr nicht wisst, welche Farbe ihr davon kaufen sollt, es gibt bei Fenty Beauty auf der Instagram-Seite auch so ein Schema. Da kann man schauen, welche Farbe würde zu einem passen. Wir werden das Ganze jetzt gleich erstmal testen, um zu schauen, welche Farbe am nächsten kommt. Ich vermute, dass es die 12 wird. Wenn wir ein Color Match haben wollen und wenn wir ein Maxim Giacomo Match haben wollen, dann nehmen wir die 8. Seid ihr bereit? Bevor wir mit dem Make-up loslegen, testen wir erstmal die Farbe. Ich habe hier die 9. Das kommt hier in so einer Pipette zum Raustropfen. Das ist die 9. Das ist die 12. Oh, sie ist gelb. Nee. Und dann haben wir noch die 8. Also so habt ihr mal einen Farbvergleich, ne? 8. Ich vermute, dass es diese hier ist. Die 9, ne? Wollen wir einfach die Farben mischen, Freunde? Ich glaube, ne? Ich habe die Foundation einmal wieder ein Stückchen beiseite gewischt. Rihanna oder ihre Mitarbeiter haben gesagt, dass sie gerne den Fenty Beauty Hydro Visor als Make-up-Grundlage benutzen. Ich liebe diesen Sonnenschutz. Immer wenn ihr mich ungeschminkt bei Instagram seht, schaut da unbedingt vorbei, Freunde. Ich weiß nicht, warum es da gar nicht läuft und hier bei YouTube wir auf die 100.000 zugehen. Das Schöne bei dem ist, man kann den hier so rausnehmen und dann muss man nicht immer diese Plastikverpackung hier kaufen, sondern nur dieses Nachfüllding. Könnt ihr auch einzeln kaufen, aber da spart ihr nicht so viel. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Was ich schon benutzt habe vorab, ist die Augencreme von Fenty Beauty. Ich liebe die selber und ich habe es bei Mitchell im Video auch gesehen, er hat die auch benutzt. Das Schöne ist, wenn ihr die auftragt, ihr habt nicht wie bei anderen Augencremes diesen schleimigen Abschluss mit auf den Augen. Es fühlt sich nicht so rutschig an, sondern sie zieht komplett innerhalb von ein, zwei Minuten weg. Sie kühlt extrem und jedes Make-up funktioniert damit. Also wenn ihr eine gute Augencreme sucht, die das Ganze so ein bisschen kühlt, ein bisschen abschwellt, ist das wirklich amazing. Zwei Finger lang, eins, zwei ungefähr, sagt man, nagelt mich bitte nicht fest, ich bin kein Skincare-Experte. Ist das jetzt ein wirklich guter Sonnenschutz oder nicht? Da ist definitiv Duftstoff drin. Ich liebe den Duft von Fenty Skin aber. Also das ist ein bisschen nach Vanille, ein bisschen frisch. Und ihr habt, und das ist das Krasse bei diesem Hydrovisor, ne? Der ist super feuchtigkeitsspendend und er zieht schnell ein. Und ihr habt diesen extremen Glow auf der Haut. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Wenn ihr eine schöne Haut habt und nicht so oft Make-up tragt, das Ding alleine iconic. Ich bin ein bisschen gerötet. Ich habe mich nämlich gerade abgeschminkt. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Foundation schon habt, ob ihr sie sich vielleicht holen wollt. Schreibt mir doch gerne nochmal am Ende in die Kommentare, ob sich eure Meinung geändert hat. Wir nehmen jetzt mal die 8 hier. Ich weiß nicht, wie viel man da braucht.
und ein bisschen von der neuen, so. Und dann hat sie das Ganze mit den Händen aufgetragen. Ich mische mir das Ganze jetzt. Ich rieche nichts. Und wir arbeiten uns das Ganze erstmal hier unten ein. Ich will nämlich vorher noch meine Augenbrauen einmal machen. Also ich trage mein Make-up nicht so gerne mit meinen Fingern auf, das muss ich sagen. Deswegen probieren wir es auf der anderen Seite auch nochmal gleich mit einem Pinsel und einem Schwamm. Aber sie gleitet sehr schön über die Haut. Also das muss man sagen. Deckkraft ist tatsächlich genau das, was ich erwartet habe. Ich dachte, es ist so ein bisschen mehr. Aber finde ich jetzt nicht schlecht. Ich nehme auf der anderen unteren Seite einen Pinsel hier und arbeite mir das damit ein. Damit geht natürlich so ein bisschen Deckkraft verloren. Deswegen probieren wir es hier einfach nochmal so ein bisschen aufzubauen. Aber ich mag halt das mit den Fingern einfach gar nicht. Also, First Impression, die Deckkraft ist wirklich gering, aber ich kann jetzt nicht sagen, die Deckkraft ist nicht ausreichend, weil niemand hat gesagt, dass das eine hohe Deckkraft sein soll. Und ihr seht auch, deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen verrückt gemacht. Auf der Stirn bin ich jetzt so ein bisschen gerötet. So ein paar Rötungen kommen noch durch. Wir lassen das Ganze jetzt einmal schnell so. Ich mache meine Augenbrauen. Und dazu benutze ich wie immer hier von Anastasia das Brow Freeze. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich dazu ein Dupe schon kenne. Ich habe noch keins, aber ich sehe gerade ganz oft, dass es von NYX so ein Brow Glue gibt. Vielleicht teste ich den auch mal und mache ein Product Battle. Habt ihr darauf Lust? Wir mischen jetzt noch mal so ein bisschen weiter. Also, oh nein, das war die... Ah, nein, 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 nein. Das war die 12. Ich habe kein Tuch. Doch, hier. Also die 12 ist, glaube ich, vielleicht im Sommer, aber dann auch dann ist sie recht gelb. Vielleicht kann man das aber... Oh, das könnte man vielleicht mischen mit einer Full Coverage Foundation. Probieren wir alles noch mal in den nächsten Wochen aus. Okay, also... Ich liebe das Finish auf der Haut gerade. Hier sind übrigens auch 32 Milliliter drin. Also standardmäßig sind 30 Milliliter. Hier sind jetzt sogar 2 Milliliter mehr. Ich habe euch wie immer ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch meine Haut einmal anschauen könnt. Also, sie sieht auf der Haut... Also ich sehe jetzt nicht, dass ich was auf der Haut habe. Also man hat jetzt nur so ein paar Strokes von dem Pinsel im Gesicht. Und Fenty oxidiert auch immer so ein kleines Stück. Ich nehme jetzt hier mal einen halbwegs trockenen Schwamm, die Seite ist sauber. Und gehe jetzt hier nochmal rüber und nehme mir diese Strokes raus. Also ich würde es tatsächlich wirklich mit den Fingern auftragen. Manchmal soll man ja auch dem vertrauen, was die Brands einem sagen. Das ist schon verrückt, ne? Also das ist extrem natürlich auf der Haut. Es sieht aus, als hätte ich nichts drauf. How? Okay, ich bin froh, dass ich auch wirklich die helleren gemischt habe, denn Fenty oxidiert immer so ein kleines Stück. Ich finde, jetzt passt die Farbe, hier seht ihr es, aber wirklich sehr, sehr gut zu meiner Haut. Finish auf der Haut 1A, man könnte das jetzt auch so tragen und rausgehen. Zum Fotografieren würde sich das Ganze wahrscheinlich auch eignen und in Kombination mit diesem Hydro Visor, ne, da wird ja alles einfach wunderschön. Ich mache mal weiter mit dem Make-up. Ich benutze jetzt hier einen Concealer von Dose of Colors, den setze ich mir hier hin. Lass den so ein bisschen ansetten. Ich möchte ja trotzdem unter den Augen mein typisches Maxim Giacomo Full Coverage Exempel statuieren. Und dann benutzen wir von Mitchell diese Blushes. Ich habe die in den letzten Tagen echt gerne benutzt. Das sind so Liquid Blushes. Man kann sie aber auch auf die Lippen geben. Für so eine Touchfarbe. Und die werden dann so ganz leicht pudrig und geben sehr, sehr schönes Finish auf der Haut ab. Ich benutze dafür am liebsten hier so ein Stippling Brush. Arbeite mir das erst in der Hand ein, dass ich wirklich nicht zu viel Produkt habe. Und dann stempel ich mir das hier rüber und das schmilzt so schön, auch wenn ihr keine Foundation tragt, in eure Haut. Concealer ausblenden. Und dann kann ich wieder mit dem Blush hier über die Kontur gehen. Und dann habe ich wirklich so ein super natürliches Ergebnis. Und jetzt schaut euch bitte dieses Finish an. Setten tue ich das Ganze mit dem Charlotte Tilbury Hollywood Airbrush Flawless Filter Finish Puder, nur unter den Augen. Das ist mittlerweile das dritte. Und im restlichen Gesicht benutze ich dieses neue Dior Backstage Face Body Powder No Powder. Eins der schönsten. Also das könnte eventuell das Charlotte Tilbury ablösen. Macht preislich keinen Unterschied, aber schaut mal, wenn ich hier rüber gehe. Es settet die Foundation, ohne dass dieser extreme Glow weggenommen wird, weil das selber so einen zarten Glow mit drin hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Base bis jetzt findet. Ich gehe jetzt nochmal mit ein bisschen Highlighter rüber und mische dann hier aus dieser neuen NARS-Palette den Highlighter mit rein und den Blush so hier zu dritt. Was sagt er? Was sagt er?
Und so seht ihr das Ganze nochmal auf die Entfernung. Also, ich glaube, jetzt merkt ihr, wie sehr ich diese Base gerade liebe. Liegt es jetzt unbedingt nur an der Foundation, weiß ich nicht, generell an dieser ganzen Technik, auch mit diesem Hydrovisor. Wenn ich so ein Finish haben möchte, ne, dieses glowy, glossy Skin, leicht, gesund haben möchte, ist das wirklich ein super Produkt. Also große Empfehlung hierfür. Foundation hat sich sehr, sehr einfach auftragen lassen. Ich finde wirklich mit den Fingern am besten. Der Pinsel hat ein bisschen zu viel rausgesaugt und dann am Ende kann man immer noch mal mit so einem Beauty Sponge einfach rübergehen und alles so ein bisschen verblenden. Ich werde mein Make-up jetzt fertig machen und dann starten wir in den Tag. Ich werde euch nachher auf jeden Fall noch mitnehmen und euch zeigen, wie sich die Foundation verhält. Bis jetzt aber wunderschönes Ergebnis. Wir sehen uns später. Ihr schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu bis jetzt sagt. Ich habe wirklich gerade den letzten Sonnenstrahl hier in meiner Wohnung erwischt. Kommt mal ran. Schaut euch das mal an. Wie schön sieht das bitte aus? Oh mein Gott. Also, ihr habt es ja eben in dem Video schon gesehen, im Studio, wie wunderschön es ist. Aber ich finde es im Tageslicht fast noch schöner. Und ihr seht jetzt hier ungefiltert, ne? Direkte Sonne. Das ist schon sehr hell. Fantastisch. Und das passiert recht selten, dass mir eine Foundation im Tageslicht besser gefällt als im Foto- und Studiolicht. Wir starten in den Tag, Freunde. Ich habe jetzt noch einiges zu tun und dann gebe ich euch später ein Update. Kleines Update aus der Küche. Ich mache nämlich gerade Essen und zeige euch einmal kurz die Base. Also an der Nase ist eigentlich alles noch da. Hier hat sich so ein bisschen abgelöst wegen der Maske, meine Haare. Ansonsten, dieser Glow ist so schön und lustige Geschichte. Ich war gerade noch was besorgen für den Geburtstag von Danny. Der hat ja gestern Geburtstag gehabt. Und die Dame vor Ort meinte, was haben Sie im Gesicht? Das ist schon wirklich krass. Wir schauen mal, es ist jetzt 17 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit. So Mäuse, ich habe schon ein bisschen dekoriert im Hintergrund und wir haben gegessen. Es ist jetzt 19.45 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation knappe 10 Stunden drauf. Und ihr seht jetzt nicht mehr so viel, aber lasst euch gesagt sein. Iconic. Die Deckkraft ist völlig ausreichend gewesen. Mein Concealer hat versagt. Also Fazit vom Concealer, nicht so gut. Ansonsten Base, Blush, Glow, Foundation, mega. Ich freue mich auf morgen. Auf jeden Fall dranbleiben, denn es geht für euch gleich weiter. Guten Morgen. Es ist kurz vor 9. Danny hat heute Geburtstag und ich habe mich einmal schon geschminkt. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Ich bin gleich im Licht. Ich muss noch ein paar Sachen holen für einen Geburtstag. Ich wollte Pizzarosen machen, aber ich wollte euch kurz das Make-up zeigen. So sieht's aus, kurz vor 9. Wir sehen uns im Laufe des Tages wieder. Was für ein wunderschöner Tag heute für eine Foundation-Review. Naja, nicht ganz. Ich habe es die letzten zwei Tage getestet. Es ging ja um die Fenty Foundation, falls ihr... Nee, ihr schaltet ja nicht jetzt erst ein. Ich habe sie getestet, gestern habe ich sie auch getragen, ich habe dann aber irgendwann aufgehört zu filmen. Gestern war Dannys Geburtstag und ich wollte den Tag nicht damit verbringen, mich alle 10 Minuten ans Handy zu begeben und zu schauen, wie die Foundation aussieht. Fazit der Aktion und jetzt wird es ein bisschen spannender. Die Foundation ist wunderschön und lustigerweise habe ich sie jetzt gerade nicht drauf, denn ich drehe gerade noch ein anderes Video und das ist ja mein Standard-Make-up. Allerdings merke ich jetzt, wie schwer das ist, im Vergleich zu dem, was ich die letzten zwei Tage getragen habe. Und das ist etwas, was mir persönlich noch nie passiert ist, dass ich hier sitze und sage, mir ist das zu viel gerade. Vielleicht liegt es auch wieder am Wetter. Demnach ist das eine, für mich persönlich eine wunderschöne Foundation für den Sommer, für wenn es jetzt wärmer wird, wenn man nicht so viel Make-up tragen kann. Eine Sache habe ich aber festgestellt, und zwar... Die Foundation mit diesem Hydrovisor empfehle ich euch nur gemeinsam, wenn ihr zu normaler bis trockener Haut neigt. Das Ding hier ist so glowy und wenn ihr nicht genug Puder benutzt am Ende, dann rutscht euch alles von A nach B. Das hat nicht unbedingt was mit der Foundation zu tun, sondern eher mit diesem hier. Wenn ihr nur die tragt, dann funktioniert das. Ich habe sie heute Morgen einmal getragen schon, das ist jetzt das zweite Make-up heute, dann ist das gut. Die Kombination im Sommer... Wirklich nur, wenn ihr trockene Haut habt. Jetzt geht's für normale Haut. Preislich ist sie natürlich ein Stückchen weiter oben. Allerdings, es ist Fenty Beauty. Ihr habt eine sehr gute Deckkraft, vegan, cruelty-free. Und
Ihr kommt damit eine Weile aus. Ihr braucht wirklich nicht viel. Also ich habe beim ersten Mal viel zu viel benutzt, beim zweiten Mal wesentlich weniger. Und es sieht, je weniger ihr davon benutzt, umso schöner aus. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Review sagt. Vielleicht habt ihr sie schon, vielleicht wollt ihr sie euch holen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und für den Vorschlag. Wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!